So viel Wasser werde ich nicht verschwenden an MP. Allerdings dürfte ich jetzt erstmal rausfinden, wie ich hier gebietsmäßig weiterkomme. Weil das ja doch schon ein bisschen kaputt ist, das Gebiet. Und ich nicht unbedingt von jeder Art Gegner hier angegriffen werden will. Vielleicht da, wo dieser Boden ist. Ja. Gut, der Boden sagt mir, wo es lang geht. Bomben! Ich habe immer genug dabei. Und Mauer geht's schon zur Seite? Nee, erst nach unten. Du Schattendämonenjäger und Krieger wirst mich nicht kriegen. Du kriegst mich nicht, Krieger. Hm? Okay, und das sind Zombies. Oh, Schatztruhe, 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 Schatztruhe. Bumm. 4010 und da hinten ist auch noch eine Truhe, habe ich gerade gesehen. Bevor ich die auch noch vergesse. Aber nur ein Mimik. Da, da, da. Wie gern man Mimik in solche Spiele einbaut. Also, Wasserschlag und du kannst eben halt Magietrank geben. Entweder war der Mimik Arsch alt oder mega schwach. Auf jeden Fall war er sehr schnell tot. Weg hier. Gut. Der Schatten kriegt mich nicht mehr. Und weiter geht's da. Jedes Mal fängt die Musik wieder neu an, weil wenigstens bei zweimal bisher. Oh, wir sind anscheinend vorm Boss. Vorbereitungen? Nö. Naja. Zombie, komm mal her. Wir brauchen einen effektiven Weg, wie ich dich außen rumlaufen kann. Und das habe ich auch schon geschafft. Heilsirup. Wupp, wupp, wupp. Halt. Die Stelle kommt mir jetzt sogar bekannt vor aus dem Wald. Ja, das scheint der gleiche Wald auch mappingmäßig ähnlich zu sein. Nur wurden hier jetzt wieder mal Chips, ein anderes Chipset verwendet für ihn. Und da geht es zum Baum hoch. Hm. Oh. Hier war vorher der Jahrtausendbaum. Und hier war auch unser allererster Boss, ein großer Skorpion. Dieser Gott, dem scheint wirklich nahezu alle Magie, die Yupagode verbreitet, absorbiert zu haben. Zumindest scheint sie zersprungen zu sein. Zersprungen? Eine Pagode kann immer nur ein gewisses Maß an Magie absorbieren. Beschleunigt man diesen Vorgang radikal, lässt sich die Magie Sonderung vervielfachen. Jedoch wird die Pagode zerstört, sobald dieses Maß überschritten wurde. Wir sehen am Zustand des Waldes, was geschieht, wenn eine Yu-Pagode so zerstört wird. Hm, ihr seid gekommen. Wie amüsant. Ich zerstöre diesen Wald, weil er fast so schön war wie ich selbst. Doch nun kommt ihr hier und fordert es heraus. Ein Wettstreit um den schönsten Enzial. Zeig dich, verdammt, wie du wünschst, Sorata. Man nennt mich Hashmalin. Und nun bewundert meine einmalige Pracht. Wo ist das Klo? Ich muss kotzen. Ich möchte ja nicht spotten, doch ich habe schon weitaus Höheres als dich gesehen, mein Lieber. Du
wirst für diesen Hohn bezahlen, du Wurm. Und du, Sorata, du hast die Ehre, als erster durch meine glanzvollen Körper zu fallen. Das gleiche wollte ich gerade zu dir sagen. Sorata, glanzvoller Körper? Zum Teufel, das Lied kenne ich auf jeden Fall. Aber mir will als erstes mal noch nicht einfallen, woher jetzt nochmal genau. Lufia wieder! Allerdings kann ich gerade nicht einordnen, welcher Bosskampf das war. Und schon habe ich das erste, was diesmal Yuko so tun kann. Regina wegnehmen. Sonst wird der Kampf noch lustig. Ob dem Mondfeuer effektiv sein könnte? Das sollte sie doch einsetzen. Wieso hat sie es nicht? Egal, erstmal Regina wegnehmen. Ups, falsche Fähigkeit. Naja. Ach so, er verteidigt. Aber es macht verdammt gut Schaden, wenn das der Schaden so durchhält, wie ich gerade gesehen habe. 600. Gut, es waren nur 300, weil er verteidigt hat, aber ohne Verteidigung wäre es um die 600 gewesen. Das war es echt dem Boss zufügt, fügt er mir zu. Und das kriege ich so gesehen jetzt nicht so einfach weggeheilt. Selbst der Heiliger macht nicht genug Heilung mehr, um das wirklich zu heilen. Mein Heiliger haut 400 bis 500 Heilung raus, der macht 600. Könnte schwierig werden, weil ich am Ende nicht auf Heiltränke zurückgreifen muss. Okay, wie viel heilen? 500? Halt, 500. Okay, nicht so viel, wie ich jetzt hoffte. Na egal. Zahlreiche von allen wegnehmen? Euer Gift. Oh, aber noch schlimmer. Also, du brauchst jetzt wahrscheinlich nochmal deinen Stärkfokus auf dich selbst. Vitalis nochmal. Feuer trifft ja noch und du. Genau. Heilsirup. Und alle sind wieder langsam. Im Moment sieht es etwas schlecht aus. Was? 1000 LPMP passt. Feuer und Hast. Ray. Und danach erstmal seinen Vorteil wieder wegnehmen. Kraftschlag, Anti-Magie und ja, du machst doch noch Giftklinge. In der Hoffnung, dass man den Gegner doch vielleicht vergiften kann. Auch wenn das irgendwann mal weg sein sollte. Aufladen. Kraftschlag. Weg damit. Technik. Feuer. Ja, und du nochmal die Gift.
Nee. Krafttrank auf die... Nee, Magietrank. Und danach fängst du an... Ja, trankmäßig fängst du an, Mana-Tränke auf die verschiedenen Leute drauf zu hauen und ab und zu noch ein bisschen selbst anzugreifen. Du bist mein... Unterstützungsheiler. Ach du... Wehe! Oh, wow, 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 das ist richtig mies. Das ist... abartig. Okay, merkt ihr da mal, der Boss beherrscht eine Fähigkeit, die sofort Game Over führt. Was zum Teufel war denn das, wenn ich mal so blöd fragen darf? Gift, schlafen, blind auf einmal? Boah, Magie, ja, ja. Boah, Magie bringt mir nichts. Ich brauche keinen Magieschutz. Ich brauche zum Teufel Schutz gegen solche miesen Fähigkeiten. Im Moment gegen Schlaf. Wie soll ich den Boss tot kriegen, wenn ich mich nicht gegen sowas schützen kann? Das schreit ja schon förmlich nach raus aus dem Dungeon. Nicht nach Turnieren, sondern auch nach Ausrüstung suchen, die mich vor diesen Fähigkeiten schützt. Ohne solche Ausrüstung brauche ich hier gar nicht erst wieder aufkreuzen. Sonst zerreißt mich der Boss, noch bevor ich überhaupt in seine Nähe komme, nochmal. Heißt natürlich, dass ihr das Dungeon später auch nochmal durchrennen musst. Und wenn die einen Speichersteine für die heilen und zwischendrin standen für immer verschwinden, soll es mich nicht stören. Der wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn er weg ist. Dann. Wo kriege ich Ausrüstung her, die mich vor sowas schützen kann? Kraftschlag, Heilgar. Boss tot, gut. Schützt vor Erde. Schützt vor Magie. Wenn es wenigstens ein bisschen was ist davon. Oh. Immunität kann man schließlich nicht skillen. Und beim Zurückgehen muss ich den Typen vernichten. Oder auch nicht. Wer weiß, irgendwo werde ich mit Sicherheit brauchbare neue Ausrüstung herkriegen. Muss ich. Und wenn ich bei jedem selbst vorbeischneie. Ich meine, ich kann glaube ich im Moment überall auf die Welt rumfliegen. Da wird sich mit Sicherheit irgendwo was finden lassen, damit ich mich dort schützen kann. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Gut, gegen, was ist das überhaupt da oben? Ghoul? Also gegen Schleim und ich nenne sie mal Ghule. Komme ich auf jeden Fall mit Feuerkugel an. Gegen die Schatten komme ich gar nicht an. Also damit meine ich, ich habe nichts Effektives, Magisches dagegen. Na los, bist wirklich ein Ghoul. Egal, es ist Zeit zu sterben.
Und auch die setzen tödliche Fähigkeiten ein. Wie war das noch? 6.900 HP sind genug. Ich glaube, das sollte ich nochmal überdenken. Das ist lang nicht, ist noch lang nicht genug. Es wird Zeit, dass ich auf die 1.3, 1.4 hochgehe. Ah, jetzt sage ich wieder, weil ich die Musik kenne. Seelische auf Mana 2. Auf jeden Fall hört sie sich ähnlich an. Wie dort im Königreich Rolandse. Jedenfalls bei den Bergen. Ich glaube, da ist sogar genau diese Musik. Ich kann, glaube ich zumindest, ich kann es nicht zu 100% sagen. Und mein Gott, das ist ein Loch. Das hat es zerrissen. Das ist ja gar kein Sumpfwasser. Goal. It's a goal, not a ghoul. Goal. Fackelt sie ab. Ist ja jetzt nicht so, als könnte ich mich in irgendeiner Weise gegen diese Magie von denen schützen. Ich kann nicht wirklich einen Schutz draufhauen. Ich könnte sie heilen, aber ich kann sie nicht heilen, wenn das komplette Team schläft. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Schlafschutz. Die restlichen negativen Sachen kann ich alle auch eigenständig wegnehmen. Man hat ja gesehen. Er hat diese Fähigkeit eingesetzt. Danach konnte kein einziger mehr von meinen irgendetwas machen. Da brauche ich auf jeden Fall mindestens Schutz gegen das Schlafen. Das andere kann ich wegheilen, aber das Schlafen nicht. Ich könnte es wegheilen, allerdings müsste Yuko dafür wach sein. Und Nordruhe habe ich nebenbei auch vergessen, aber also, Jo bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel. Gut, gut, gut. Also, wo in der Welt könnte ich jetzt schauen? Krass! War ich da schon? Ja, da war ich schon. Schauen wir mal, ob die was anzubieten haben an Schlaf. Ah, ich habe mich schon gefragt, wo ist denn jetzt der Händler hin? Magie. Schützt vor Magie. Erstmal 3 Stück, aber das ist nicht unbedingt das, was ich benötige. Weil ich nicht unbedingt glaube, dass das mich jetzt davor wirklich schützt, aber ansonsten wäre es besser als nichts. Vielleicht schützt das gegen Wurzeln. Mal sehen, was haben wir noch zu aus? Unbekannt. Ah, da kann ich nicht hinfliegen. Okay, es gibt doch, wissen wir mal, Begrenzungen, wo ich schon hin kann und wohin nicht. Ach, da, ah, so, klar, das kenne ich auch. Hierhin kann ich noch nicht. Oh, dahin kann ich. Wo ist denn das? Wieso komme ich an diese verschlossenen Truhen hier ran? Okay, dann hatten wir noch Xing A. Das... Nee, das ist das Falsche. Das andere Xing. Dann war es das Xing Nu. Nein? Xing Sang, Mann, ich suche die Stadt mit den ganzen Händlern. Bin ich jetzt blöd? Dann war es eben ein Gau. Endlich! Hm.
voraussetzlich schaffst, irgendwie in die Stadt reinzukommen. Du, her mit deinem Zeug. Also Waffen, 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 heiliger Hut. nichts Schutzmäßiges. Wo kann ich noch schauen, wo sich was auch ändern könnte in der Richtung? Lanze wird angegriffen. Mal sehen, ob sich dort irgendwas getan hat. Ja, wir dürfen passieren, ich weiß. Warte mal. Mittlerweile dürfte...